beschäftigen Sie mit UFOs, Außerirdische, wieder Menschen mit Engeln, andere wieder vielleicht mit Magie und Dämonen, andere mit freier Energie und wieder mit gar nichts zu tun haben. Es gehört alles zusammen. Unsere kosmischen Brüder sind hochspirituelle Wesen. Da ist Telepathie eigentlich ganz was Normales, für viele sogar Telekinese. Und das habe ich alles so als Kind dann mitkriegen dürfen. Es ist so meine ersten Erinnerungen, das hat schon was mit den Anführungszeichen Entführungsphänomenen zu tun. Ja? Ich mag den Ausdruck überhaupt nicht. Passt vielleicht bei Amerika rein, da werden sie wirklich entführt. Es ist eine Zusammenarbeit, die wir uns, bevor wir uns in diesem Körper reinkarniert haben, ausgemacht haben. Wir arbeiten sozusagen zusammen. Für einen höheren Sinn einfach, dass die Menschheit als Gesamtes eine neue Aufgabe findet, für was eigentlich da die Erfahrungen gerade jetzt sammelt. Angefangen hat es so mit meinen ersten Erinnerungen, circa gute 6-7 Jahre war ich da alt. Da hatte ich die erste Begegnung mit einem Engel. Der Engel, vielleicht magst du das erste Foto reintun. Der Engel, den ich gesehen habe, der hat ungefähr so ausgeschaut. Ich habe im Internet noch ein Foto gesucht. Es war halt nicht die Chakrenpunkte da drinnen dabei und es war auch nicht bei den Armen so. Er hat auch nicht solche Flügel gehabt, sondern die waren eigentlich geschlossen, die Flügel. Es war ein Schein. Aber so die Farbe, das alles passt schon ziemlich. Nur, dass es noch ein bisschen mehr Orange gewabert hat. Das war so wie eine Lavalampe, wenn das wer kennt eben. Wirklich schön hat man gesehen, die Augen, ein bisschen die Nase und den Mund, die waren sehr prägnant. Ja, ja, und warum habe ich den gesehen? Ja, das ist der Jophiel. Das ist so ein Engel der Künste, der Spiele und passt da gut zu Kindern einfach. Ja. An dem Tag, wo ich das erste Mal gesehen habe, da habe ich mich gerade ins Bett gelegt zu meiner Mutter. Die waren alle im Wohnzimmer und am Fernseher. Auf einmal erscheint er da, also materialisiert sie so sitzend auf der Bettkante neben mir. Ich war gar nicht erschrocken. Ich habe einfach gefragt, ja, wer bist du? Ja, dann sagt er, er ist jetzt ein Engel, der Jophiel, und er zeigt mir, er wollte mir zeigen, dass jetzt etwas passieren wird in meinem Leben, wovor ich keine Angst haben brauche. Ja? Es werden andere Wesen kommen, die nicht so wie er sind, aber doch anders wie wir Menschen. Aber ich brauche mich nicht fürchten. Ja? Und dann hat er eben noch also in den Himmel rauf gezeigt und gesagt, ja, und er nimmt mich jetzt da mit nach oben. Und da hat er in den Sternenhimmel gezeigt und dann reißt auf einmal die Erinnerung abrupt ab. Ja? Das hat was mit Amnestie zu tun, das werde ich ein bisschen später drauf zurückkommen. Zumindest mit meiner Mutter gesagt habe, ja, ich habe einen Engel gesehen, habe ich viel gefreut, war viel stolz, ja, und ja, was Eltern so sagen, das hast du geträumt und so, ja. Ich ganz neu, weil glaubt, das stimmt nicht, ich weiß nur Religionsunterricht, die sind auch die Engel, sind so also kleine Kinder mit einem Kleid, Federnflügel und eine Trompete oder Harfe in der Hand. Aber der hat so ausgeschaut, ja. Naja, bla bla bla. Erwachsen ist jetzt zusammen, vergiss das einfach. Ich habe nie was vergessen. Ja. Ja, kurze Zeit, zum Beispiel das mit der Jophiel noch immer begleitet, das wird das zweite Foto. Das hat vor. Na, das. Unterarm, Nummer 2, genau. Das hat vor anderthalb Jahren meine damalige Freundin gemacht, die war kurios mit der Kamera, die hat Orbs fotografiert, die hat Sachen fotografiert, das hast du nicht gesehen. Und da sieht man eben da den Schein, den Lichtschein, von wie der Engel eben ausgeschaut hat. Genau das war das. Ja. Es ist ja nirgendwo da Lichtquelle gewesen, wo es reflektieren kann. Da ist nur eine Eckwand, das Licht ist ganz hinten überall. Und wie ich das gesehen habe, da habe ich mich gefreut, dass es doch noch da ist, weil
wie dann erwachsen war, bin, eine kurze Zeit der Stille in mein Leben eingetroffen ist. Da komme ich dann auch noch drauf. Okay, dann haben eben die Begegnungen, dass wer kommt. Man wird nicht vorher im Hirn irgendwie so abgetastet. Man meint, es greift ja mit der Hand da rein. Ist nicht unangenehm, tut ja nicht weh. Aber man merkt, man wird gelesen innen drinnen. Ja? Und man sieht dann immer so Schattenhuschen. Ich glaube nicht die Schattenhuschereien, dass ich das wirklich erlebt habe. Das sind Phänomene nach der Entführung, die man hat, wenn man die Amnesie auferlegt kriegt. Man weiß nicht, was los ist, man weiß an, das ist was da gewesen. Und dann hat man als Kind oft die Erlebnisse, dass irgendwo so Schattenhuschen. Ja? Und das ist das Phänomen dann nach der Entführung. Zumindest, wie ich das so gespürt habe, es kommt wer, dann wollte ich gleich zu meinen Eltern laufen, aus dem Bett raus. Und habe mich dann auf einmal, wie ich dann aus dem Schlafzimmer im Flur war, gerade nur noch zunächst ins Wohnzimmer, mich nicht mehr bewegen können. Ich war richtig paralysiert, richtig steif. Ja. Da habe ich wirklich Angst gehabt. Dann wollte ich schreien, weil ich habe gesehen, ich habe den Fernseher gehört, wie meine Eltern fernsehen und alles. Aber ich habe keinen Ton rausgebracht, nichts. Und auf einmal bewegt man sich in die Luft, kriegt dann auf einen anderen Bewusstseinszustand, so eine Art Trance-Zustand und schwebt dann durch geschlossene Wände, durch Fenster, voll komisch hindurch. Es ist ja Abenteuer in dem Sinne. Ja. Das meiste, was dann da brechen, dann die Erinnerungen direkt ab dann. Ich habe schon oft Fetzen von Erinnerungen, was oben passiert. Die Amnesie wird dann auferlegt aus einem guten Grund. Erstens einmal, das war das Leben, was man sich ausgesucht hat in dem Leben, auch normal weiterführen kann und nicht abgelenkt wird, weil wir haben alle irgendwelche Bestimmungen. Wenn nämlich Krankenpfleger wären oder irgendwas, ja, und wenn er jetzt da dann von dem erzählen würde, ja, wird er unglaubwürdig und keiner wird ihm irgendwo einen Job geben, oder? Und der zweite Grund ist auch, damit die Ängste, weil es gibt sehr hochängstliche Menschen, die Leugner sozusagen, die würden lieber aus dem Fenster springen in den Tod, als wie von denen entführt werden, zum Beispiel. Schau, deswegen ist die Amnesie wichtig. Und vor allem, dass man in Trance gesetzt wird. Erstens mal, weil sie Menschen fürchten oder extrem freuen. Das sind Emotionen, das ist eine starke Ausstrahlung. Das halten zu einem die kosmischen Brüder und Geschwister als Geschwister nicht aus. Und zum anderen, dass wir uns selbst nicht fürchten und ein Herzinfarkt kriegen und dann vielleicht auch ansterben. Man sieht oft wie Tiere, oft wenn Kinder ein bisschen wild spülen, vielleicht auch ein Herzinfarkt, ja. Okay, warte, muss man einzeigen, meine Stichwörter. Genau. Zum Beispiel bin ich ja zu 50% in der Steiermark aufgewachsen, nicht weit von Knittelfeld entfernt. Und da habe ich auch wirklich coole Sachen oft erlebt. Auch das Abholen, oft bei meinen Verwandten, wenn ich bei ihnen geschlafen habe, haben sie auch gespürt, jetzt kommen sie. Da sind sie immer komischerweise dann weggegangen von mir, ja? Haben sie schlafen gelegt. Und immer, warum geht es jetzt alle schlafen? Ich habe noch nie gesehen, dass meine Oma, die steht um 5 in der Früh auf und geht um 9 Uhr noch schlafen, das hat sie nie gemacht. Und dann habe ich schon gedacht, oh, jetzt geht es dann los. Ja. Also die Entführungsdinge habe ich sehr oft erlebt. Ich habe also hier am Oberschenkel, ist wahrscheinlich ein Sender oder ist, wie man meine Vitalfunktionen ablesen kann, vielleicht ist noch viel, viel mehr. Das ist so ein Knopf drinnen, man kann die Haut so hin und her schieben und sieht da so einen Knopf rumwandern. Das ist, haben ja auch viele Leute berichten davon. Und hier am Fußgelenk, beim linken Fuß, so ein Abstrich, ja. Das war halt ganz, ganz klein. Das ist schon, ich kann vermuten, als Genpool, dass man vielleicht meinen Körper besser kennt oder was man weiß, was man machen kann. Keine Ahnung. Jetzt alles rausstehen. Okay, was tut man jetzt oben? Ein paar Fetzen kann ich mich schon erinnern. Zum Beispiel,
weil es gibt ja so, bei Star Trek so Holodecks, ja. Es ist so, ich bin da oft in so einen komplett schneeweißen Raum geführt worden. Man hat keine Decke, keinen Boden, kein nichts. Es ist eigentlich ein weißer Nebel, aber doch kein Nebel, weil man den jeden sieht, der in dem Raum ist. Ja. Und plötzlich auf einmal, zack, bin ich in Salzburg Stadt, vergesse, dass ich gerade auf einem Raumschiff bin. Man, jetzt bin ich im ganz normalen Leben. Und hört dann die Nachrichten, ja, es kommt die Flut so, und die Welt geht unter, rettet euch und so, ja. Ich laufe halt los und versuche die Berge zu erreichen, dass man in höhere Gefilde kommt. Schaue mich um, sehe die Leute auch flüchten. Irgendwann auf einmal sehe ich eine Höhle mit einer großen Eisentür davor. Ich rein, ja, mache zu und dann denke ich mir, oh, jetzt bin ich gerettet, aber ja, jetzt bin ich ganz schön allein. Und so, hinter mir habe ich ihn gesehen, und ich muss ja nicht sagen, solange das Wasser nicht oben ist, dass da eine Rettung gibt, mache die Türe auf und zack, war ich wieder in den weißen Raum. Ja. Und ja, das sind eben kosmische, ich nenne es jetzt einfach Aliens, spricht sich schnell aus. Steht dann vor mir und ich frage, wo sind die ganzen Leute hin und so, und nein, nein, passt schon, wir wollen nur mal wissen, wie du reagierst und so, ja. jetzt da vielleicht, warum ich mich so hauptsächlich gut daran erinnern kann und andere nicht, weil ich habe sicher keine schwächere oder schlechtere Amnesie als andere, die gleiche Amnesie auferlegt wird. Aber ich bin als Kind ganz besonders, aber auch jetzt noch, ich habe sehr viele hellsichtige Erfahrungen, ja, ganz besonders in den Träumen, kann aber auch oft sehen, wie sich wer fühlt. Also kleine Empathie, aber auch, weil, wenn ich gut drauf bin, die Aura erkennen kann. Auf jeden Fall, genau, was man nicht vergisst. Also zum Beispiel als Kind weiß ich noch, mein Bruder hat so einen Globus gekriegt, ja. Und ich sage zu meinem Bruder bei Spaß, mach mal ein bisschen Frieden auf der Erde, ja. Dreh mal an und zack, wenn man Finger drauf hält und dann auf ein Land kommt, dann muss da jetzt Frieden herrschen, ja. Ich habe auf ein Land getippt. Und am nächsten Tag in Nachrichten hört man das, ja, dieses Land, da wurden die Kriegseinstellungen, wurde der Krieg eingestellt, ja. Ich weiß auch nicht mehr, welches Land das war, das ist so ewig lang her. Ja, okay. Oft sind es die Träume, was ich habe, was ja bewahrheiten, kommen alle 3 bis 5 Monate passiert mir das. Das hat auch immer persönliche Natur. Da zum Beispiel, komm, dann gibt es die Außerirdischen. Aber ich habe zum Beispiel geträumt, dass ich mal am Hanusplatz in der Stadt in die Villa reingegangen bin und habe ganz viel gestohlen, ganz viel Lebensmittel, bin dann raus und habe es an die Sandler und die Armen verteilt. Ja. Und dann auf einmal merke ich, so ist ja gerade das echte Leben, wo ich jetzt bin, in den Traum. Und dann dachte ich, habe mir gedacht, das ist ja die Idee, was ich mir schon gesucht habe und so. Ja. Jetzt weiß ich, was ich machen kann, um die Welt zu retten. So ein Gefühl habe ich gehabt, das ist irre. Ja. Und dann merke ich, jetzt wache ich auf. Und ich, nein, nicht aufwachen. Immer wenn man aufwacht, dann vergisst man die Hälfte. Ich habe gekämpft, dass ich ja nicht aufwache. Und dann war ich wach. Ja, habe ein bisschen was von den Traumen mitgehabt. Aber 2-3 Wochen später dann, habe ich 2 Menschen von der Verein Fair Care kennengelernt. Lukas Rütz und Erik Schneitel. Und die haben dann an dem Platz, da wo ich das geträumt habe, Hanusplatz, den Kaufnix-Tag veranstaltet. Die haben vorher Arbeiterpiller da die Sachen, was die Piller wegschmeißt, die Container schmeißt, rausgeholt, das tun sie immer, und verteilen es an den Armen. Ja. Und an dem Tag haben sie sogar angemeldet, am Tisch aufgestellt, haben alles aufgestellt, die Leute sind vorbeigegangen. Und da habe ich mir gedacht, ja, jetzt habe ich dann 2 Tage vorher erfahren, dass die das machen, ja, dann mache ich Doku, ich filme sie und dass sie ein bisschen Werbung haben. Das sind so Beispiele, wo meine
persönlichen Träume mit der Hellsichtigkeit mich voranbringen. Ja. Aber ich habe noch nie was gehabt, dass für beim anderen das einen Sinn gehabt hätte. Das ist ja, viele Träume, das möchte ich vielleicht, wenn es mich interessiert, können wir danach drüber reden. Wir müssen auf den Punkt kommen. Zum Beispiel das Geheimnis der Celestine, ja. Das kennen vielleicht viele Leute, da wo die Leute auf der Flucht dann sind und sie unsichtbar machen können kurz, ja. Das habe ich als Kind auch mal, das möchte ich fast nicht auslassen, das ist echt witzig. In der, da war ich so 12, Tagesheim, Schule. Die Lehrer passen auf uns auf, zwei Freunde und ich sagen, na, so fad. Da sage ich, machen wir jetzt was ganz Cooles, machen uns unsichtbar und schleichen uns raus. Dann habe ich so eine Decke genommen, habe uns umgeworfen, da kann man schon durchschauen und habe gesagt, schlupft unter mir rein, wir gehen jetzt raus. Die Lehrerin hat uns nicht gesehen, hat uns auch nie vermisst, komischerweise. Ja, die ist da geguckt, wir sind raus. Dann sage ich, ja, jetzt gehen wir zur Kirche Dachsam, da wohne ich, und dann gehen wir in den Keller runter, holen uns Cola raus, trinken was und dann gehen wir wieder in die Schule zurück. Ja, wir sind dann rein, die Leute vorbei und niemand hat uns gesehen, wir haben das Cola rausgenommen, haben es getrunken, dann in die Schule, haben uns dann ins Platz hingeguckt, niemand ist, sagen wir mal, niemand abgegangen. Ja, die Cola ist abgegangen. Okay. Da kann man Flughafen. Ja. Als Kind kennen wir vielleicht die Außerirdischen und ein paar Naturgeister ins Spiel, weil ich möchte einfach klar machen, Außerirdische, Engel, Naturwesen arbeiten zusammen. Das ist ja ganz logisch, weil wenn man geistige Reife erreicht hat, dann darf man den Planeten verlassen und dann darf man eine große göttliche Aufgabe übernehmen. Ja. Zum Beispiel hat die ist mit der Nebelkrähe. Genau. Als Kind in der Steiermark, das ist da bei meiner Omi, da hat es diese Nebelkrähe gegeben, haben wir Burli genannt. Die hat uns immer begleitet, die ist direkt vor uns immer geguckt, da ein bisschen weiter abseits, weil wenn ein Erwachsener da war, dann hat es ein bisschen Abstand gehalten. Der hat das Foto nämlich gemacht. Und der hat irgendwie auf uns aufgepasst und hat uns auch Sachen erzählt. Also wenn wir was wissen wollten, da hat sie auch verwandelt auf die Menschen. Aber da bin ich mir nicht sicher, ob das derselbe ist, ob es da zwei gibt. Weil wir sind da mitten in Urwald, in der Steiermark, auf einer riesen Wiesen, nehmt die da, außer ich und meine Freunde damals, schauen wir den Himmel an, die Flugzeuge mit den Containerstreifen fliegen da so. Irgendeiner von uns hat ja gesagt, war so klasse, war doch, wenn der ganze Himmel da so ausschauen würde mit den Flugzeugstreifen und Muster machen würden, gell? Ja. Aber meist steht dann ein Mann neben uns und der ist öfters da gewesen, der was dann immer die Fragen beantwortet hat und hat gesagt, ja, man schaut schön aus, aber in ein paar Jahren, so in 20 Jahren spätestens, da wird es zwar da sein, aber genau das Gegenteil, nicht schön, sondern die Erde zerstören. Ja, und, aber ihr werdet jetzt dagegen schon was machen. Ja, ja genau. Zum Beispiel habe ich oft Visionen. Ja. Also nicht nur Träume. Bin ich mal vom Fernseher geguckt und zack, stehe in der Küche und schaue aus dem Fenster raus. Komplett schwarze Nacht. Und ich habe mir vorher schon immer Katzen gewünscht. Ja. Das war kurz bevor meine Mutter zusammen gewohnt und die ist dann ausgezogen. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich mir Katzen dran und hat keiner mehr was zu meckern. Ja. Und dann sehe ich aber, nachdem ich gefernseht habe, zack, auf einmal komischerweise richtig gebeamt worden bin in die Küche, eine Katze außerhalb vom Fenster in der Luft schweben. Das ist eine richtige Glückskatze, schwarz-weiß mit einem schwarzen Punkt und so. Und ich frage mich, wieso schwebt da jetzt eine Katze draußen? Ja? Das muss irgendwas mit Außerirdischen zu tun haben. Ja? Und zack, bin ich wieder im Wohnzimmer gewesen und habe gefernseht. Ja? Ja, und dann auch, kurze Wochen später, habe ich die Katze dann gekriegt. Aber nicht, weil ich mich bemüht habe, sondern weil die Kellnerin auf mich zugekommen ist und gesagt, braucht ihr Katzen? Ich gebe es her. Ja, und seitdem ist sie bei mir. Schaut aus wie 4 Jahre, ist aber schon 17, ja.
die Holze, die ist... Ein Tag, aber... Ein ausländischer Spion. Ja, genau. Der Spion, der mich liebt. Ich bin auch ziemlich schau, recht jung, ich bin aber auch schon 39. Vielleicht hängt das zusammen, vielleicht bin ich verwandt mit dir. Ja, weil ein Schamane hat mir gesagt, dass meine geistigen Führer, zum Beispiel ein weißer Panther ist, ja. Und weiß deswegen, weil anscheinend sehr viel Weisheit in mir habe, Intuitives. Da ziemlich gestaunt sogar. Okay, gehen wir mal zu den Außerirdischen zurück. Zum Beispiel war ich auf Gran Canaria und auch schon sehr, sehr lange her. Und da sitze ich gerade so, lese ein Buch und dann merke ich wieder, wie ich abgetastet werde. Ja. Aber das muss nicht immer gleich passieren, dass sie dann auch kommen. Oft schauen sie nur, was da los ist und ob alles passt. Und wer dann nebenan ist, die werden dann mit abgetastet. Und dann sehe ich meine Freundin, dass sie aufstehen und rübergehen zum Fenster, so perplex, und sage ich, gell, jetzt waren sie bei den Kopf drinnen. Irgendwas war da, hat sie dann gesagt, ja, woher weißt du das? Ich habe nichts gesagt jetzt. Ja, ich habe es selbst auch gerade gespürt, ja. Also es war eine tolle Kindheit, was ich alles erlebt habe. Es hat aber dann irgendwann mal aufgehört. Die sind einmal gekommen und gesagt, sie müssen jetzt weggehen. Und zwar sehr, sehr lange. Sie werden aber wieder kommen, aber es wird extrem lang, viele, viele Jahrzehnte dauern, bis sie wieder kommen, ja. Ja, ich habe mich so geärgert, ich habe es beschimpft sogar. Ja, extrem beschimpft. Eine bei Spösband, aber glaube ich, geahnt, was passiert. Das Leben wurde ein bisschen beschwerlich. Man war so 18, da habe ich dann mal das Wortgener dann angefangen mit 18. Und da sind alle meine Freunde dann verrückt worden, könnte man sagen, ja. So die erste Clique, wo ich dabei war, die haben alle geschlägert, haben alle zusammengehauen, auch richtig brutal sogar. Ich dachte, die sterben gerade oder so. Da habe ich gedacht, das kann es nicht sein, suchte neue Freunde. Die haben da wieder ans draufgeschlagen, die waren noch viel ärger, die haben dann extreme Einbrüche gemacht, und aber voll professionell, ich habe gerade so geschaut. Dann bin ich von denen weg, da war der extremste Drogenhandel mit dabei, aber wirklich schlimmer Drogenhandel mit Prostitution und allem drum und dran. Ich habe immer gedacht, ja, geh weg, aber ich bin immer in ein Ärgersfettnäpfchen dran treten. Es waren alles tolle Menschen. Ich will nicht sagen, dass die böse waren, keiner von denen. Das waren so liebe Menschen, extrem liebe Menschen. Nur einzeln sind sie so, aber sobald eine Gruppe entsteht, ja, da verlieren sie ein Gesicht komplett. Es sind sehr viele Freunde gestorben, extrem viele Freunde. Mein allerbester Freund aus der Kindheit zum Beispiel, das war mein bester Freund von Volksschule, Hauptschule bis 19, aber der ist ermordet worden. Er war sehr rechtsradikal. Ich habe da eben jugoslawische Freunde gehabt und bin mit einer fortgegangen, den habe ich getroffen und es hat mich gefreut, ihn wiederzusehen. Und dann habe ich ihm versprochen, er kann bei mir schlafen. Dann hat er mir meine Freunde angestänkert, voll rassistisch halt, und dann habe ich gesagt, nein, das interessiert mich jetzt doch nicht, kannst der Lage. Ja, das muss ihm so geärgert haben, dass er dann wirklich rabiat worden ist. Ich weiß nur, dass er in die Salzach geschmissen worden ist von irgendwelchen Türken. Andere sind für einen Drogen gestorben, haben sich einen goldenen Schuss gesetzt oder haben Autounfälle gebaut. Das ist total wild worden. Irgendwann dann war ich 23 oder 25, weiß jetzt auch nicht mehr so genau. Ich habe gesagt, jetzt mag ich wirklich nicht mehr, da bin ich lieber komplett allein. Freunde kannst verzichten. Und dann ist aber wieder besser geworden. Ich habe dann die Krankenpflegeausbildung gemacht, weil mich heilpraktikantische Sachen schon immer sehr interessiert haben. Kräuterkunde und alles Mögliche. War da 5 Jahre dann tätig.
Und bin aber rausgeworfen worden, weil ich meinte, das kann ich Betriebsrat spielen, weil ich meinte, ich muss da was verändern. Die Medizin gehört rund, verändert, habe ich mir gedacht. Jetzt warten sie, bis die Ausbildung fertig war, dann wäre ich unkündbar gewesen. Andererseits freut es mich auch, dadurch bin ich jetzt selbstständig. Okay, jetzt müssen wir dann wieder zurückkommen. Ich war sehr medial, habe viel Channeling-Sachen gemacht als Kind, ja. Aber dann habe ich einen Dämon angezogen. Und dann habe ich das auch bleiben lassen. War echt wild. Ja. Dann habe ich, wenn ich die Trainerausbildung gemacht habe, habe ich viele Schamanen kennengelernt. Die haben am Anfang, ich habe gewusst, dass Schamanen sind, bin dann zu ihnen hin, habe mit einer Frage stehen wollen. Und da haben sie immer so gemeint, ja, das ist halt ein Mann, der Fragen stellt. Und auf einmal schauen sie mir in die Augen und dann sagen sie halt, da steckt mehr in dir, als was man außen vermuten möchte. Ja. Und habe dann viele tolle Rituale machen dürfen, so Ayahuasca-Rituale. Haben wir 3 Tage mit einem peruanischen Schamanin, habe ich das mal machen dürfen. Und ja, da geht es halt ziemlich daher. Und dadurch haben sich dann wieder meine Aurasichtigkeiten verbessert. Und da möchte ich vielleicht jetzt ein paar Fotos zeigen von Orbphänomenen, was ich so gemacht habe. Genau. Da bin ich des Nachts mit meiner Freundin in die Wiese gegangen, mit dem Hund spazieren. Das ist eine Blitzaufnahme. So kurz. Also das ist, sagen wir so, das ist eine Blitzaufnahme. Wenn man mal ans Weiter geht, dann sieht man, dass das so ein diffuses Leuchten gehabt hat. So bläulich-grünlich, ja. Das war wie ein Schaum, aber das war kein Schaum mit Seifenlauge oder was. Es war nichts Regenbogenfarbenes drinnen. Vielleicht jetzt weiter. Dann war da ein größeres Objekt wie das da. Wenn man vielleicht 3-4 Mal drückt, dann sieht man, wie sich das dreht. Da ist man der Seitenansicht gemacht. Nochmal. Genau. Und näher ran, schauen aus wie, ich habe gesagt, das ist wie Eier, wie ein Laich einfach, wo Kinder drinnen heranwachsen. Warum habe ich mir das, stelle ich mir das jetzt? Noch ein bisschen weiter. Nochmal. Genau. Also, das war das erste Foto und da sieht man eben jetzt den Schaum. Und gleich eine Sekunde danach hat sie nochmals Foto gemacht, genau, und da war das Orb drauf. Das schaut für mich aus wie so ein kleiner Dinosaurier. Der Oberkörper, die Füße, der Hals, ein Schlappohren. Als wenn der jetzt irgendwie ausbrüten würde. Ja. Wie der Elliot des Schmunzelmanns, da würde ich sagen. Okay, dann gehen wir mal weiter. Da habe ich jetzt einen Computer analysiert, um eine Struktur herauszufinden, was sie da entdeckt. Dieses Metall, damit kann man gut UFO-Fotos analysieren und so Sachen. Vielleicht nochmal weiter. Das ist jetzt Neonlicht. Kann man auch gut UFOs analysieren mit einem normalen Fotoprogramm, bei Filtererstellungen. Okay, jetzt gehen wir zu anderen. Das war auf der Demo ACTA, die letzte Demo ACTA, da habe ich irgendwie auch so Orbaufnahmen zusammengebracht. Da sieht da die Kugeln. Vielleicht weiter, dann sieht man das normale Foto. Das ist wieder Neonlicht. Und jetzt kommt das normale Bild, oder? Genau. Das sind Orbs. Genau. Das war eben in den Durchgang Richtung Landeskrankenhaus. Okay, weiter. Da war ich in Mühlbach. In Hinterklässheim. Okay, man könnte jetzt sagen, das ist Regenklima und so, aber da machen wir weiter. Nochmal weiter. Und beim nächsten habe ich das Foto von innen gemacht. Und innen, ich habe nur nichts, dass innen irgendwo regnet. Da waren dann, das war eigentlich, ist es der Schlafplatz der Wildenten gewesen. Wir haben uns da ganz recht draufgelegt. Ja. Ich vermute, das ist ein Brauch dort, für die Enten da ist. Da sieht man, da ist davor und da geht der Stempel genau zwischen den Orb durch. Oder es gibt da Vorher- und Hinterorbs.
Also das heißt eben nicht, dass es auf der Linse etwas ist, sondern wirklich etwas im Raum. Und es ist auch kein Regen, weil es ist überdacht, ja. Okay, das ist eben Neonlicht, die Analyse. Und jetzt könnte man zur Begegnung kommen. Ich werde über zwei UFO-Sichtungen berichten, was ich gesehen habe. Bei der ersten habe ich eine Animation gemacht, weil ein Freund gesagt hat, wenn ich davon erzähle, sollte ich vielleicht eine Animation machen, dann kann man sich das besser vorstellen. Das war vor ca. 15 Jahren. Das bin ich in Daxam, ich wohne da irgendwo da hinten bei den Häuser. Und da geht da so ein Radweg Richtung Flughafen zur Hauptstraße, Innsbrucker Bundesstraße. Ja. Und da ist die Rollbahn und da ist der Flughafen. Und da landen die Flugzeuge normal und landen da auf und dann segeln sie da Fähre. Und ich bin da eben so marschiert und sehe dann die Flugzeugseinsatzfahrzeuge fahren mit Gelblicht, ganz schnell. Ich habe mir gedacht, ich mache jetzt so Bremsproben, weil im Winter, wenn die Flugbahn vereist ist, müssen sie so schauen, ob man Salz streuen muss. Ja. Ist dann da stehen geblieben. Ich erkläre es jetzt trotzdem vorhin, dass nachher die Animation sitzt. Und auf einmal, wie da das Auto stehen bleibt, fängt da ein großes rotes Licht an. Hat sich auf einmal so eingeschaltet, so 10 Meter Durchmesser. Und hat dann zum Wachsen angefangen, das Licht. Das ist bis zur dreifachen Größe angewachsen, aber nicht blinkend, sondern wirklich pulsierend. Ja. Und dann wieder kleiner. Und das Pulsieren ist dann immer schneller geworden. Beim dritten Mal dann hat es in die Luft zum Bewegen angefangen und dann ist es noch schneller geworden. Also umso schneller sich das bewegt hat, umso mehr hat es schneller pulsieren angefangen, bis nach einem, das ist nicht mehr eine kleine und große Kugel war, sondern nur noch eine große Kugel. Ja. Und bis dahin weiter rauf, bis dann gesegelt, hat sie sich auch mit zwei rote Kugeln geteilt. Also es hat sie dupliziert, ist so weitergeflogen und dann auf einmal ist richtig mit Lichtgeschwindigkeit oder es hat halt, es war zu schnell dann fürs Auge. Okay, dann schauen wir uns mal die Animation an. Wann war das? So vor circa 15 Jahren. Da habe ich zwei Videos gemacht, wie man die Einsatzfahrzeuge sieht, weil das kann man jeden Tag filmen, aber gehen wir einfach zu der UFO-Sichtung. Das ist schon viel schneller, vor allem Dienstfahrzeuge gesehen. Der mysteriöseste überhaupt. Ich habe einfach mehrere Fotos gemacht und einander gereiht als Panoramafunktion. Und da, wo der Pfeil jetzt ist, da kommt der Einsatzfahrzeug und da sieht man es dann blinken. Das ist aber eine Fotoanimation von mir, das ist kein Video. Das Auto war sehr klein und so hat es auch ungefähr ausgeschaut von meiner Perspektive, wo ich dann gestanden bin. Man sieht es eben da jetzt entlang fahren und dann bleibt es stehen. Ja, das Blinken erkennt man leider nicht so gut, aber okay, das war da die Kugel da. Zuerst mal standhaft und jetzt fängt es zum Wachsen an. Es ist halt fließend da. Habe ich vor ein paar Tagen gemacht, die Animation, aber man kann sich das ungefähr vorstellen. Es ist jetzt wieder kleiner. Es hat sich wirklich von 10 Meter auf 30 Meter Durchmesser gesteigert. Das hat sich so dreimal abgespielt. Und das Auto ist dann stehblind und vorne hat die ganze Zeit das beobachtet. Jetzt wird es sich dann mal in die Luft bewegen. Jetzt wieder kleiner, die Kugel. So. Jetzt ist es richtig schnell geworden. Es sind zwei Kugeln geteilt. Und auf einmal, zack, ganz weg. So richtig vier Farben, ja. Es war sehr beeindruckend, mein Pumpen ist gegangen. Ich habe gemeint, ich kriege einen Herzinfarkt, ja. Dann, okay, dann haben wir eigentlich eh schon vielleicht die letzte Begegnung, was ich nur sagen kann. Es gibt auch UFOs, die werden von unseren Blicken entfernt, ja. Die sind ständig in der Atmosphäre. Aber wir können, wenn man hinschaut, sehen wir es nicht, weil das geht irgendwie so mit geistigen Kräften von den überentwickelten Wesen. Es gibt ja auch Raumschiffe, die sind lebendig. Echte Lebewesen, zwar künstlich geschaffen, aber das war so ein schönes
Ich kann es eh kaum in Worte fassen, wie man das beschreibt. Auf einmal hat gesagt zu mir, ja, schau mal rauf, jetzt sagen wir da ganz kurz was und schau genau hin. Das wird dann, wir tanzen dann gleich wieder weg. Das war ein Raumschiff, so, es war ein paar Kilometer groß, vielleicht 2-3 Kilometer. Das ist halt schwer einzuschätzen von der Entfernung, ob das näher oder weiter weg ist, aber ich schätze, das war wirklich ein paar Kilometer groß. Hat komplett eigentlich nur aus Kristall bestanden, hat auch organische Strukturen gehabt, die was ineinander verflochten waren, wie so ein Kunstwerk, so Selfie einfach, was man da gesehen hat, aber noch viel, viel hübscher und hat eine Leuchtkraft gehabt, der edelste Schmuck, ein Mensch hat noch nie mehr so einen schönen Schmuck kreiert, wie das, was ich da oben gesehen habe, und man hat das Pulsieren gesehen, Atmen irgendwie und einfach fantastisch halt. Und zum Abschluss, meine wichtige Botschaft dazu ist, wenn Menschen fragen, wenn sie sie geben würde, warum haben sie uns nicht schon längst geholfen und Kriege verhindert und weißt du nicht was Neues, ja, für uns getan, ja. Wir Menschen haben einen Auftrag, uns selbst zu erkennen und zu erkennen, dass wir nicht allein auf der Welt sind und dass alles nur aus Liebe geht und sonst nichts, ja. Und erst dann, wenn der Mensch in kompletter Vereinigung die Macht so umlenkt, dass sie zu Nutzen jeden ist, Gleichberechtigung pur, keiner ist höher als wie ein anderer, erst dann werden sie Massenkontakte machen, weil wir Menschen beweisen müssen, dass wir reif sind, den Planeten verlassen zu können, weil die können darauf verzichten, dass man neue Planeten annektieren, wie bei dem Film Avatar oder so, ja. Und wenn wir das geschafft haben, dann werden sie da sein. Sicher gibt es auch Menschen, die Einzelerlebnisse haben, aber die Menschen, die tun was. Es gibt viele brave Menschen, ja, die was auch sagen, ja, ich bin auch so brav, ich erlebe das nicht. Aber diese Menschen sind schon brav, aber sie wissen nicht, was für einen Schaden sie trotzdem verursachen. Ja? Sie haben sich noch niemals die Mühe gemacht, zu hinterfragen, warum gibt es Veganer. Sie haben sich noch niemals die Mühe zu hinterfragen versucht, warum einer sagt, Nachrichten im öffentlichen Fernsehen sind nur zensiert und wollen eine Gehirnwäsche machen. Ja? Das sind also Gutbürger. Und wenn der Gutbürger nicht begreift, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt und vor allem, dass wir in vollständiger Symbiose in der Liebe leben müssen, wird es eher schlechter, dann werden sie höchstens noch Dämonen zeigen, bevor sie unsere Aliens sagen. Und Dämonen gibt es. Ich habe da Sachen erlebt, brutal, telekinetische Sachen, wo sie in der Luft schwebt sind, zu negativen Zwecken und so Sachen. Jedenfalls, ich habe die schlechte, genau, warum die kosmischen Geschwister zu mir gesagt haben, sie müssen mich jetzt verlassen, sie werden dann wieder kommen, war der Grund, das Schlechte, was mir da vorne ist, war ausgemacht. War mir damals auch noch nicht so bewusst. Aber man muss wissen, was man bekämpfen will, oder besser gesagt, wenn ich will, dass das, was für alle gut ist, sich ereignet, muss ich wissen, wie ich dagegen angehen kann, dass es Gegenteil minimiert wird, das geht nur mit Erfahrung. Und die Arbeit, was ich euch allen auch irgendwo ins Herz legen will, ist, bedingungslose Liebe und Vergebung zu praktizieren. Zum Beispiel, und wie bei den Violetten oder bei der Vereinigung Verkehr, die was die verkehrten Festler machen mit dem Rollrasen, sie solche Networks anzuschließen. Ja. Und wenn wir das alle schaffen in der Gruppe, dann ist in ein paar Monaten Eden. Okay. Danke für die Aufmerksamkeit. Du hast zuerst so schöne Bilder von den Orbs gezeigt. Und das so riesig viel. Wir haben auch Bilder mitgebracht von den Orbs. Was ist das eigentlich? Ist das,